Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zum Video zu Metro Exodus. In Metro Exodus geht es ja bekanntlich als Fortsetzung zu Metro 2033 und zu Metro Last Night weiter. Ein bisschen war die Angst groß bei vielen Fans, dass dieses Exodus vielleicht doch ein bisschen anders sein könnte, als man es von den alten Metros gewohnt war. Denn bei den alten Metros war man immer Untergrund. Actionkämpfer, würde ich es mal ganz zart bezeichnen. Nein, Spaß beiseite. Also bei Metro ging es eigentlich darum, enge Räume, bedrückende Stimmung, Dunkelheit. Man hatte einfach dieses apokalyptische Feeling, das man in Metro Exodus das erste Mal vielleicht nicht haben sollte. Denn bei Metro Exodus ist es so, dass man nicht in der Unterwelt ist, sondern diesmal in der Overworld sozusagen. Das heißt, man ist diesmal in frei bewegbaren oder frei begehbaren Arsenalen unterwegs und kann sich hier so ein bisschen Open-World-Charaktermäßig bewegen. Aber dieser Open-World-Ansatz ist nicht gleich einer Open-World. Das muss man natürlich ganz klar bei Metro Exodus schon mal auf die Seite kehren, denn man hatte ja so ein bisschen die Bedenken, dass dieses Open World vielleicht die Spieler ein bisschen vergraulen könnte. Nein, es ist so, dass man schon wirklich seine große Story-Fokussierung hatte, was auch bei den alten Metro-Teilen immer der Fall war. Und das kann ich euch auch an dieser Stelle schon bestätigen. Dieses Spiel ist einfach klasse. Auch wenn eine Open World vielleicht natürlich ein bisschen abschreckend für den einen oder anderen ist. Nein, es ist wirklich nicht ganz so schlimm wie gedacht. Also man hat natürlich eine gewisse Open World, aber diese ist ein bisschen unterteilt. Das heißt, man ist in einem Arsenal unterwegs, das dann frei begehbar ist. Aber es ist nicht so, dass man dann die ganze Zeit sich Open World bewegen kann, sondern ist ein gewisser Level-Abschnitt abgeschlossen, kann man da auch nicht mehr hin zurück. Und das muss man natürlich auch in der ganzen Geschichte bedenken. Es ist so, dass man in diesem Teil zum ersten Mal den Untergrund verlässt und seine Reise durch das postapokalyptische Russland antritt. Als Fortbewegungsbasis und Fortbewegungsmittel dient dabei eine Lok, die dementsprechend ein bisschen umgebaut worden ist und den Namen Aurora trägt. Es ist so, dass man eine gewisse Art von linearen Levels hat. Diese ganzen Levels sind aber bei Metro ja Gewohnheitssache. Also das heißt, man ist bei Metro wirklich gewohnt, lineare Levels zu haben. Das ist jetzt so ein bisschen abgelöst worden durch dieses, Open World ansatzmäßige, wie ich vorhin schon gesagt habe. Es gibt einen Tag- und Nachtwechsel inklusive eines tollen dynamischen Wettersystems. Also das sieht wirklich geil aus und spielt sich auch wirklich sehr, sehr cool. Es ist so, dass diese Umgebung, in der man sich bewegt, also Russland, wirklich sehr, sehr gut getroffen ist. Man findet sich wirklich in dieser postapokalyptischen Welt wieder. Es macht echt Spaß, in diese Spielwelt einzutauchen. Und was ich halt noch geiler finde, ist diese Veränderung der Umgebung. Das heißt, dass man hier auf jeden Fall eine große Veränderung hat, indem man zum Beispiel auch während die Story läuft, die vier Jahreszeiten durchläuft. Und das finde ich richtig, richtig cool gemacht. Auch wenn das ganze Ödland ein bisschen natürlich, wie der Name schon sagt, ein bisschen öde rüberkommen kann. Nein, aber durch die Monster und durch die Gegner, die es immer wieder hier gibt, finde ich, taucht das Spiel einen wirklich perfekt in diesen postapokalyptischen Schleier ein und das Spiel macht einfach mega Fun zu spielen. Ich finde, es gibt ein extrem großes Arsenal an Schusswaffen, die zusammengebastelt werden. Es gibt ein Crafting-System, das natürlich die Möglichkeit besitzt, über Materialien sich alles Mögliche zu verbessern lassen. Das heißt, man hat natürlich Sachen wie zum Beispiel eine Maske, die einen gegen Gas schützt, oder man hat dieses Taschenfeuerzeug. Das sind einfach so Sachen, wo man zum Erkunden bei diesem Spiel nutzen kann. Insgesamt muss ich sagen, ist Metro Exodus nicht das Metro vielleicht, das viele Fans erwartet haben. Dennoch ist es mit eins der besten Spiele, die ich in der letzten Zeit spielen durfte. Und ich kann ganz klar eine Empfehlung für dieses Spiel aussprechen. Es macht mega Fun. Die Grafik sieht Bombe aus. Es lässt sich toll spielen. Das finde ich wirklich sehr, sehr cool. Und auch diese Stimmung, finde ich, kommt sehr gut rüber. Also ganz, ganz klare Empfehlung für dieses Spiel. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis denne, euer Basti.